So, herzlich willkommen 103 PS TV. Heute geht es zum Thema Ölverdünnung oder Ölstand einfach falsch abgelesen, falsch geprüft. Das kam letztens vor, das war eine Kundenanstandung bei Honda. Ich ziehe nicht die weiße Fahne, also unser Spezialwerkzeug heute. Ja, es wurde letztendlich falsch geprüft, weil Honda sagt, alles klar, Kiste warm laufen lassen, bis hier eine Anzeigetemperatur auf Mittel steht. Dann kurz warten. Ding auf dem Seitenständer, vorher war das ja auf dem Seitenständer. Wir müssen es aber für alle gleich haben. Ne, man kann ja so stehen, so stehen, so stehen, so stehen. Hauptständer hat auch nicht jeder, ist halt keine Serienausstattung Hauptständer. Ich habe ihn, okay. Aufpreispflichtig, 180 Euro, by the way. Und was sagt Honda da, Pierceanleitung? Vorher so. Alles klar. Ich habe vorher den Stab schon gelöst. So, den ziehen wir raus. Spezialwerkzeug. So, machen wir das sauber. Nicht reinschrauben oder reinstecken. Zack. Das Ding ist randvoll. Ich zeig euch jetzt einmal. Bis hier ist das Ding auf jeden Fall voll. Zack. Das Ding ist. Ziehst du den raus, machst den sauber, steckst ihn rein. Das Ding jetzt natürlich auch Seitenständer mache, hab das so schief wie hier, läuft das ganze Öl natürlich rüber. Jetzt guckst du, alles klar. Und das Ding ist natürlich über Maximum. Das ist alles, Leute.